Hi, ich begrüße euch zum neuen Video. Diesmal geht es um den Pushblock von Microchick. Habe ich mir selber gekauft, muss ich dazu sagen, nicht gesponsert bekommen. Ja, lasst uns einfach mal gucken, was das Ding kann. Ich habe mir mal so einen Pushblock selber gebaut. Ja, habe ich mir aus dem Internet gezogen, die Bauanleitung, und so mir selber gebaut, Griff angefertigt. Hat ungefähr die gleichen Funktionen, ja, oder sieht ungefähr gleich aus. Also, wenn man mal vergleicht von unten, ja. Ich bin mit dem sehr zufrieden. Man kann ihn nutzen, ja, ohne Wenn und Aber, also ist nicht schlecht. Ja, aber der Microchick Pushblock hat halt noch ein Update-Kit mit dabei, oder habe ich mir mit dazu gekauft. Das werde ich euch noch zeigen. Zur Verarbeitung muss ich sagen, top, ist wirklich sein Geld wert. Also, und für die Sicherheit für Tischkreissäge oder Frässeite echt wichtig, oder halt für mich wichtig, ja, weil meine Hände sind mir auch wichtig. Brauche ich noch ein Weilchen. Und ja, er ist komplett aus Kunststoff. Der Bau, da verlinke ich euch mal hier oben links. Video habe ich euch schon gezeigt im kleinen Short-Video. Zusammenbauen ist recht easy. Was man drauf achten muss, das zeige ich euch mal kurz. Und zwar, es gibt verschiedene Gummis. Also hier, wie ihr sehen könnt. Da. Und die müssen über die Schraube drüber immer. Also bei dem Update-Kit gibt es zum Beispiel rote Gummis. Sage ich jetzt einfach mal, wenn man das mal hier genauer sieht, seht ihr hier unten, da, die müssen hier dazwischen. Ja, das ist das eine. Ja, ansonsten sind hier bei den Schrauben auch noch Gummis. Quasi bei den Schrauben hier. Na. Bei den Schrauben hier sozusagen sind auch noch Gummis. Die kommen von innen quasi hier hin, ja, dass die Schraube hält. Griff ist einfach mal zu montieren. Es gibt noch weitere Update-Kits, unter anderem sowas, was ich mir hier hingebaut habe, um das Werkstück zu führen. Es gibt auch noch eine Griffverlängerung hier oben drauf quasi. Das gibt es auch noch. Ja, vielleicht hole ich mir noch das zum Werkstück führen quasi, was ich hier schon dran habe. Das werde ich mir eventuell noch holen. Ist nicht schlecht. Aber jetzt erstmal zu den Funktionen. Wir können innenseitig schneiden, quasi mit der dünnen Seite. Ja, können wir innen sägen quasi. Dann können wir außen sägen, also quasi so. Dann kann man quasi mit dem, sag ich mal, Balance-Anschlag, kann man auch auf der anderen Seite quasi so in der Mitte dann sägen. Ja, dass man quasi hier ein Stück ein breites Brett hat. Ja, dann kann man das hier auch noch dazu montieren. Auf diese Seite quasi so hin, ja, da kann man sich in ein dicken Stück Holz runterlegen quasi hier und kann das dann quasi ein breites Brett dann hier auch sägen mit dem Abstandshalter, sage ich jetzt mal, also quasi gehört er so. Dann lassen sich Rundstäbe sägen, sozusagen Rundstäbe quasi mit dieser Adapterplatte so zusammenbaut gehört, also so rum, und dann lassen sich damit auch Rundstäbe sägen. Ja, wir werden verschiedene Sachen sägen, einfach um euch zu zeigen, wie das klappt und funktioniert. So, ich habe mal hier meinen Parallelanschlag eingestellt. Ja, werden wir uns erst erstes mal hier so ein schmales Stück sägen. Das sind 3,7 cm. Ja, das wäre das erste, ganz normal, ohne ihr Zubehör. Das war jetzt der ganz normale Schnitt, ganz normal, ohne Zubehör jetzt sozusagen. Das nächste werden wir mal so einen dünnen Streifen schneiden hier. Man kann maximal 0,6 mm Streifen schneiden, also das ist das dickste hier an der Seite. Werden wir mal das ausprobieren. Dazu habe ich jetzt einmal dieses Balance Support Board hingemacht, so nennt sich das, dass wir quasi so aufliegen können. Also, dünne Streifen lassen sich damit aufschneiden.
Wichtig ist dabei nur, dass es mir jetzt passiert, ich habe das Mittelteil nicht genau eingestellt, quasi das Mittelteil, das die andere Seite runterdrückt, ja, zum Führen. Das ist mir passiert jetzt, hier leicht angesäbelt schon. Oh no, vielleicht kann man sehen. Also hier leicht angesäbelt, aber gut. Das Ding kann man ersetzen. Als nächstes werden wir mal einen Rundstab sägen. Dazu braucht man diese Stabilisierungsplatte. Ja, da gibt es hier so einen Haken. Der ist gut für die Frässeite, aber wir brauchen genau die andere Seite, quasi so kommt das Brett rein. Dann ist der Haken nämlich hier. Da ist der Haken. Also ich habe den jetzt so eingestellt, dass der genau hier hinpasst. Ja, der Rundstab. Ja, da werde ich jetzt hier so eine kleine Nut einsägen. Probieren wir mal. Also wie ihr sehen könnt, hat einwandfrei geklappt hier. So eine Nut eingesägt, ja. Ja. Das passt, also Rundstab kann man auch sägen an der Tischkreissäge quasi mit dem und mit dieser Stabilisierungsplatte. Das nächste wird sein, wir werden uns ein Stück Holz anfertigen oder ein kurzes breites Stück für dieses Teil hier, wo wir dann quasi als Unterlage hier anschrauben. Ja, das sind keine Schrauben dabei, braucht man selber welche und somit kann man dann auch hier außen einen Schnitt machen, aber das zeige ich euch gleich. Ich habe mir den kurz mal eingerichtet. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt noch das Zusatzding angebracht mit der Gummiseite nach oben quasi und quasi von der gleichen Dicke ein Brett hier angeschraubt. Ja, die Schrauben sind natürlich nicht inklusive und damit kann man dann hier an der Außenseite quasi einen Schnitt machen und das zeige ich euch. Also der Schnitt erfolgt dann hier quasi, ja, einmal hier durch. Wie ihr sehen könnt, hat das ganz gut geklappt. Also somit kann man, wenn man ein breites Brett hat, man muss nur einen Streifen an der Außenseite abschneiden, kann man hier quasi das so zusammenbauen und quasi die Außenseite schneiden. Das nächste wird dann sein, dass ich noch einen Winkel säge quasi. Dazu kann ich den Pushblock auch verwenden, muss ich nur meine Tischkreissäge kurz umbauen und das mache ich kurz. So, wie ihr sehen könnt, habe ich kurz umgebaut, ja, dass ich Winkelschnitte sägen kann. Auch den Pushblock habe ich wieder in die einfache Version zurückgebracht. Man muss halt hier den Mittelblock einstellen, dass das hier nicht am Sägeblatt dann streift oder so. Aber das habe ich alles gemacht und wir werden jetzt hier quasi einen Winkel sägen. Also ich sag mal so, so schmale Stücke zu sägen ist ein bisschen schwierig. Es geht, ja. Kommt drauf an, wie bei eurer Tischkreissäge die Einlage hier ist. Also bei mir ist hier ein richtiger Spalt. Das muss ich noch ändern unbedingt. Aber es funktioniert und ja, das... Wenn man ein breiteres Brett hat, dann geht das ein bisschen besser, weil dann hat man mehr Auflagefläche. Aber hier rechts habe ich kaum Auflagefläche und hier links ist auch ein großer Spalt. Das wird noch geändert. Also mein Fazit zu dem Pushblock. Sehr hilfreiches Tool von Microchick. Ja, nennt sich GRR Ripper. Das ist der GR100. Dann gibt es noch dieses Update-Kit. 200, wenn ich mich nicht irre. Ja, GR200, das ist dieses Update-Kit. Ja, also mein Fazit, top, sehr schönes Teil, ist wirklich empfehlenswert und verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch mein Video gefallen hat bezüglich dem Pushblock oder allgemein mein Kanal gefällt, lasst mir ein Like und ein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, tschüss.